Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time mit mir. Heute möchte ich euch wieder die Fairybox zeigen und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnappt den Kaffee, den Keks, was auch immer du gut tut und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Alle diejenigen, die Fairybox noch nicht kennen, das ist eine Naturkosmetikbox, eine Box, wo du Produkte ohne Tierversuche, sprich Naturkosmetik, erwerben kannst ab 19,90 Euro. Sie haben auch verschiedene Modelle, ich glaube eine Einmalbox, eine Geschenkbox und eben diese normale Abo-Box. Schau doch einfach mal auf die Webseite, ich verlinke dir das unten in der Infobox und du bekommst jeden Monat so eine schöne Milchtüte, wie wir so schön in unserer Community sagen. Da bin ich tatsächlich nicht die Einzige, aber ich finde das richtig toll, weil die kannst du gut zum Weiterverschenken, zum Versenden von Verlosungen, die auch ich hier habe, benutzen. Deswegen finde ich das richtig toll. Und wir haben hier meinen heißgeliebten Flyer, der nicht viel Schnickschnack hat, aber völlig ausreichend ist. Wenn ich jetzt diesen Flyer lese, dann weiß ich schon, was enthalten ist. Das ist aber überhaupt kein Problem. Das Schöne ist, diese Boxen werden von Menschen mit Beeinträchtigungen gepackt. Also tut man dann auch auf eine gewisse Art und Weise auch was Gutes. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir diese Chips drin haben oder ob wir in diesem Monat, in diesem Valentinsmonat was anderes haben. Nein, wir haben die Chips. Also diese Chips sind auch, sage jetzt mal, die kannst du im Biokompost entsorgen oder Wasser drauf, dann lösen die sich auf, brennen auch gut im Ofen, habe ich auch schon festgestellt. Und jetzt packe ich mal die Sachen aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Immer 4 bis 6 Produkte und was ich immer schön finde, manchmal spoilern sie dich auf Instagram auch. Da schau doch auch gerne mal vorbei. Und das eine Produkt, was mir so gut gefallen hat, ist tatsächlich dabei und darüber freue ich mich natürlich. Ich lese euch jetzt erstmal vor, was auf diesem Flyer steht, damit ihr erstmal wisst, worum geht es denn im Februari. Nicht Veganuary, sondern Februari. Einen liebevollen Fairy-Februar. Im Februar beginnt uns an jeder Ecke Werbung für den Valentinstag begegnet uns. Schenke dir doch einfach mal selbst einen Valentinstag und verwöhne dich mit schönen Dingen. Tu etwas, was dir Freude macht oder mache es dir vielleicht einfach mit einer Gesichtsmaske auf dem Sofa gemütlich. Egal was du tust, dein Goodie bringt dich dabei gesund durch den Tag. Das finde ich toll. Sie haben nämlich jeden Monat noch ein extra Goodie und was ich persönlich auch immer ganz gut finde, sie schreiben dann auch immer, was der Gesamtwert der Box ist, dann hast du ein bisschen das Gefühl, was kostet sowas, weil wenn du jetzt nur im Laden gehst und denkst, oh, das ist aber teuer, so Naturkosmetik, die wird natürlich auch teilweise anders produziert, die Rohstoffe sind anders und dann kriegst du so ein bisschen das Gefühl, was haben denn die einzelnen Produkte, die du in dieser Box in dem jeweiligen Monat hast, für einen Wert. Und Maskentest mache ich mit euch gerne gemeinsam. Ich sag mal, es ist immer schwierig, von einmal so eine Testmaske oder Testvideo zu drehen und zu sagen, das war jetzt was, das bringt jetzt nichts. Manche Masken bringen von einmal nichts. Aber du kannst ja zum Beispiel sagen, Mensch, die hat mir vom Geruch gut gefallen, das Handling war einfach, das war angenehm auf der Haut. Und dann gehst du ganz anders, wenn du das nächste Mal shoppen gehst und sagst, Mensch, die Maske hat mir einfach gut getan für meine Me-Time, für meine Auszeit, für mich, kaufe ich mir wieder. Und das ist so der Hintergrund für diese Maskentest-Videos, die ich mit euch gerne mache. Wie gesagt, schreibt mir dann gerne, wenn ihr das gerne anders haben möchtet. Ich bin nicht so der Fan, ich gehe nicht so gerne auf die Inhaltsstoffe ein, weil ich kann es euch zwar vorlesen, bin aber nicht so der Spezialist dafür und ich bin auch kein Dermatologe, der euch da wirklich genauere Informationen geben kann. Möchte ich auch nicht. Also ich möchte einfach mit euch ein bisschen Me-Time haben, wenn wir die Testvideos machen und wie gesagt, diese Maske werden wir gemeinsam auch ausprobieren. Und zwar, nein, das ist was ganz anderes, was hier als Goodie ist. Aber ist wurscht. Jetzt tun wir mal die Maske schauen. Und zwar von Puro Bio. Relax Fun Sheet Maske 15 ml, genau, mit Eukalyptusduft, 3,99 €. Ja,
Optisch, ich glaube, die hatten wir schon mal oder zumindest so was Ähnliches. Puro Bio ist ja immer mal wieder in den Boxen drin mit Aloe Vera. Das probieren wir einfach mal aus, würde ich sagen. Die sieht auf jeden Fall nett aus und freundlich, frühlingshaft gestimmt. Deswegen vielleicht ist die auch was für uns. Und Puro Bio ist auch eine Marke, wie gesagt, die immer wieder in den Boxen ist. Testen wir einfach mal gemeinsam. So, aber jetzt möchte ich zum Goodie. Bei dem finde ich auch ganz gut. Und zwar Firma Völkel, ein Ingwer-Kurkuma-Shot mit Vitamin C aus Acerola. Okay, 1,99. Ich liebe ja so Shots, das werden wir auch gleich probieren. Die Farbe finde ich einfach mega. So ein Pulli würde ich gerne mal haben oder eine Hose. Den probieren wir jetzt einfach mal, weil so Shots mag ich wirklich gern und die werden bei uns auch nicht alt. Oh, ja. Wahrscheinlich steht er wieder da. Das ist für dreimal. Ich habe ihn wahrscheinlich wieder für einmal benutzt. Ich werde den auf jeden Fall aufbrauchen. Jetzt gleich nach dem Video. Voll die fancy Farbe. Ich finde den gut. Gefällt mir gut. Freue mich, dass der drin ist. So, dann haben wir nämlich was. Bambufment. Was steht da? Fester Rasierschaum in einer Travel Case. Ein Set. Die Bezeichnung Rasierseife wäre hier irreführend, da dieser feste Rasierschaum komplett seifenfrei ist, um die Haut vor Austrocknen und Irritationen zu schützen. Die Rasierbar besteht aus einer Kombination aus natürlichen Ölen und einem sulfatfreien Schaum und sorgt hier für eine angenehme Rasur. Aloe Vera bringt dazu die Haut, beruhigt die Haut und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Okay, leichter Duft. Okay, wichtig, die Pandas werden hier nicht bedroht. Ach so, okay. Deswegen 14,99 €. Und das habe ich nämlich tatsächlich auf Instagram gesehen. Da dachte ich, sowas mag ich im Badezimmer. Oh, oh. Ein ganz leichter, wie frisch gewaschener Duft. Also wirklich. Kann man bestimmt auch für was anderes verwenden. Und auch dieses hier, dieses Teil zum, das ist magnetisch, würde ich sagen, oder? Ist das magnetisch? Ja, es ist magnetisch. Weil das, ich habe noch gedacht, das sind so silberne Dinger. Ist magnetisch, also es geht ja nicht auf. Also das finde ich wirklich sehr schön. Riecht nach Bergamotte. Okay. Was steht denn da noch? Okay, sonst weiter nichts. Aber das finde ich echt gut und darüber freue ich mich richtig. Mein Mann rasiert sich Gott sei Dank nicht so, weil ich mag diesen Strubbelbart. Aber ich werde ihn mal fragen, wenn er sich denn rasiert, ob er es denn benutzen möchte. Aber ich finde dieses Bambusteil schon sehr schön. Da kann man ja auch eine normale andere Seife reinmachen. Und dadurch, dass das mit Magnetverschluss ist, gefällt mir das schon richtig gut. Das ist ein fancy Teil. Und da ist natürlich... noch ein bisschen was an Werbung dabei. Da kann man dann nochmal genauer schauen. Das finde ich sehr schön, weil so bei Firmen und Marken, die so eher so unbekannt sind für mich, finde ich gut, wenn man das einfach nochmal nachlesen kann. So, machen wir weiter mit dem zweiten Produkt. Und zwar, das ist dieses. Droste Laux basische Naturkosmetik. Originalgröße 200 ml. Und zwar 23 €. Ein Bodypeeling. Wahnsinn, ich liebe doch Peeling. Die fein gemahlenen Edelsteine, Aquamarin, Bergkristall und Rosenquarz runden die zertifizierte basische Naturkosmetik feinstofflich ab. Okay, das finde ich gut. Übrigens Rosenquarz, seht ihr das? Ist verkehrt rum jetzt. Ich habe von Purelay wieder was bekommen. Auf jeden Fall, so sieht das schöne Schätzchen aus. Jetzt tun wir mal schauen, ob das eine Glasflasche ist. Auf jeden Fall finde ich das optisch sehr ansprechend. Okay. Ja, wir haben keine Glasflasche. Wir haben hier mit Lavaerde ein Körperpeeling. Das finde ich gut. Ich liebe sowas. Ich hatte letztens von Skoon eins. Das ist ja diese skandinavische Firma. Das hat merkwürdig gerochen. Ich denke mal, das wird auch sehr nach Naturkosmetik riechen. Aber ich bin ein Fan von Peelings, deswegen ist mir das dann relativ wurscht. Und auch dieses werden wir gemeinsam vielleicht mal testen. Ich mal gucken, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich richtig darüber.
Das letzte Produkt ist von Boho Green in Originalgröße 2,5 Gramm, 9,30 Euro. Ein Eyeshadow. Der ist, ich bin nicht so ein Fan von diesem Mono-Lidschatten, aber das ist nicht schlimm. Ich lasse ihn jetzt auch mal zu. Der hat eine wundervolle Farbe. Seht ihr das? Ich hatte, glaube ich, schon mal in Pink so einen. Ich finde die sehr schön und du kannst auch mit so einem dunklen Ton ein leichtes Augen-Make-up schminken. Das finde ich sehr schön. Und für eine Naturkosmetik-Box finde ich sowas sowieso immer fein, weil auch wenn jemand an Naturkosmetik denkt, heißt das nicht diese Cremes, Tube und Peeling und was weiß ich, sondern auch dekorative Kosmetik ist da einiges auf Markt und da kann man sich einfach mal durchtesten, durchprobieren und wir haben einen Wert in diesem Monat von 53,27 Euro, was ich echt toll finde, muss ich sagen, und sind sehr schöne Sachen dabei. Wie gesagt, wir haben die Rasierseife, wir haben den Eyeshadow, wir haben das Peeling, wir haben eine Maske zum Testen und den Ingwer-Shot. Ich finde es völlig in Ordnung. Ich finde die Box wieder riesig toll und fein und alles und super. Ist da jetzt was dabei, was ich nicht mag? Nee, es tut mir leid. Das heißt, es geht nicht in eine Verlosung für euch, außer vielleicht der Eyeshadow. Aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht probiere ich ihn auch. Ich mag ja gerne neue Dinge testen, ausprobieren. Und Naturkosmetik ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, naja, nicht so am Markt angesehenes Ding. Oder zumindest verändert sich das meiner Meinung nach. Also deswegen einfach mal ausprobieren, austesten. Und ich finde, so eine Box zum Verschenken, so eine Einmalbox zum Beispiel, ist eine schöne Sache. Vielleicht zum Valentinstag. In diesem Sinne, schreibt es mir noch gerne in die Kommentare, welches Produkt euch am besten gefallen hat, welches Produkt ihr euch tatsächlich nachkaufen würdet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke an das liebe Fairybox-Team, dass ich diese Box euch wieder zeigen durfte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zu einer nächsten MeTime, zu einem nächsten Video wieder. Da würde ich mich freuen. Bis dahin, bleibt mir schön gesund. Eure Heike.